Gut. Ja, Ein Fischerle. Der Ohr. Hallo? Der Ohrenschmalz am Pommel. Wie tönt das so? Nicht mal so geil, wahrscheinlich. Ja, wie findest du? Hallo zusammen. Hey, ciao. Ist gut, können wir so Das ist schon mal besser. Ah, tatsächlich. Tatsächlich. Schaut eigentlich mehr Leute das Video oder hören? Es hören schon mehr. Ich glaube, es macht auch mehr Sinn. Das Video ist halt auf nice, weil dann noch für gewisse Sachen macht es wirklich Sinn, wenn man es sieht. Vor allem, wenn man irgendwie Clips anschaut oder so. Man werden heute auch ganz viele Clips von dir anschauen. Ich habe ganz viel rausgesucht. Ja. Wirklich? Klein Andi. Ich habe mich bei deiner Familie gemeldet. Ja. Mein Papi hat noch eine Präsentation zusammengestellt mit den schönsten Kinderfotos. 70 Minuten geht. Ja, noch kurz, schnell. Ich kann denken, ich tue noch schnell. Das kleine Kindervideo. Genau. Ja. Genau. Mm. Ja, wir legen auf los, oder? Ja. Bam, 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 bam. Hello. Hoi. Alles klar. Hey, hoi, schön, dass du mich da eingeladen hast. Ich finde es großartig. Und ich kann im Trendhouse vor dem Podcast noch ein bisschen shoppen. Weil fette Sale ist bei der Modeagentur Gilda Huber AG. Was auch immer. Ich habe dich gesehen. Ja. Ich bin 2 Minuten später gekommen als du. Und du hast schon neue Tracking-Schuhe hast du bezogen. Schon hart im Film gewesen. Und so einen geilen Allround-Allwetter-Rucksack. Voll und so ein Mätteli und gleichzeitig noch eine neue Snowboard-Jacke, die ich eigentlich brauche. Ja. Und Badhose. Einfach alles. Und Flip-Flops. Alles, was man gerade jetzt braucht. Und du hast 7.50 Franken gezahlt dafür. 6,80. Ah, hast du einen Rabatt gekriegt? Ich habe es gemerkt. Bist du ein grosser Outlet-Shopper? Hey, im Fall. Wirklich nicht. Gar nicht. Außer ich bin in den USA in der Ferien. Mm. Das ist ja dann so ein bisschen, das machen wir ja dann, oder? Dann hast du ja dann ein Auto gemietet und fährst ja sowieso einfach die ganze Zeit irgendwie in den Pump rum. Und dann fährst du ja gefühlt alle 10 Minuten. Also einem Outlet-Village vorbei, wo ja dann irgendwie 10-mal grösser ist als jeder Laden, den es gibt in der Schweiz. Und dort habe ich schon... Aber das Problem ist, die Kleider sind auch 10-mal grösser. Ich habe das Gefühl, bei deinen Outlets hast du oft so 7XL. Es ist schon meistens recht schrottig, finde ich. Aber ich habe einen hure geilen Pulli, den habe ich immer noch an. Den habe ich wirklich gefunden im Outlet in Kalifornien irgendwo. Ich habe mir mal in Italien, in so einem riesen Outlet-Dorf, ja, habe ich mir einen geilen Blazer und so einen dummen Trilby-Hut. Aha. Und ich glaube, der Blazer hat irgendwie 1.500 Euro gekostet oder so. Und dann hat er halt irgendwie 200 gekostet. Und der Trilby hat, glaube ich, 300 gekostet. Dann ist nur 80 gesehen. Ist immer so geil. Das ist schon nice. Sie kriegen ja immer Preise extra auf. Ja, natürlich. Wahrscheinlich hätte er einfach 400 Stutz gekostet. Eben. Aber es klingt gut, oder? Und? Wie heißt der im Tessin? Foxtown. Foxtown! Da bin ich aber auch noch nie gesehen. Dort bin ich einmal gesehen und habe mir eine Gucci-Jacke. Das ist die hässlichste Jacke, die du jemals gesehen hast. Es ist oft so eine Lederjacke und sie hat immer so viereckig verschiedene Lederplätze gehabt. Also, weißt, so, einmal so kiltet quasi. Einmal so hellbraun, Wildleder und dann hat dunkelbraun so glatt. Und so, es sind oft so viereck, so wie so eine Kacheli-Küche, einfach als Jacke, oder? Aber Gucci. Und dort ist der Original Price ist irgendwie 56.000 gesehen. Und so im Outlet hat sie, glaube ich, nur noch 5,5 gekostet. Und wo ich die nur so als Witz anziehen, sind einfach 3 Verkäufer sofort angerannt und haben einfach beraten und so gefunden, ja, super. Und dann habe ich mir sie zurückgelegt. Weil ich natürlich nicht mehr aus dem Witz
raus, weißt du, so. Nein, nein, ist schon gut. Und ich so, ja, ja. Und dann bin ich so voll, habe mich so im Spiegel, das ist so hässlich gewesen. Und ich so, ja, ist nicht schlecht, doch. Ja, ich überleg's mir noch, kannst du mal zurücklegen. Auf Italienisch? Nein, nein. Italienisch? Nein. Ja. Ich glaube sogar Englisch. Englisch? Ja. Put it there. Yes. I come back later. I come back later. Hey, nein, ich finde das einfach mega, also ich bin auch in Langquart noch nie gewesen. Aber ich finde noch geil, dass wir jetzt das Gespräch über Outlet-Shopping einsteigen. Aber in Langquart ja, gibt es ja auch so eins. Das kenne ich nicht. Dort fahre ich halt immer vorbei, wenn wir irgendwie auf Chur gehen. Wir sind ja noch viel in Chur, weil noch Musiker von uns aus Chur kommen. Der Can? Der Can zum Beispiel, oder Sam. Mm. Auch. Genau. Und dort hat es ja gerade am Bahnhof so also ein Outlet-Village, auch also ein Dörfli mit so kleinen Häuschen. Wo ja am Sonntag offen hat, erstens, und zweitens ja absurd viele Autos. Es ist ja auch so einfach so ein, also ist ja ein bisschen, das ist ja ein bisschen Ami-Style, ja. Mhm. Einfach so an der Autobahn, irgendwo flach, ein riesen Parkplatz, sinnlos irgendwie Platz verschwendet für Autos. Und dort bin ich auch noch nie gesehen. Aber es juckt mich schon. Der Dabu geht da, glaube ich. Wirklich? Gut, für mich ist so der Ami-Style, der Inbegriff ist, wenn du einfach so eine riesige Säule hast und zuoberst so eine McDonalds-Schild. Ja, ja. Und vor allem, wenn du sonst keine Schilder hast, dann ist es wirklich einfach so. Das ist urgeil. In Volkerzwil ist es so. Ja, ja. Das ist so eine 30-Meter-Säule und sie hat ein McDonalds-Schild. Aber ich finde auch geil, dass du einen Mac Volkerzwil kennst. Ja, ich bin einmal gesehen für, wie heisst es? Blue. Ja. Yeah. Heißt es ja jetzt. Ja. Und ich kenne noch ein paar alte Kollegen, die dort arbeiten. Ja. Da haben wir zu Mittag gegessen. In so einem komischen Multikomplex-Einkaufscenter-Ding. Und jetzt eine Mini-Terrasse. Und dann kannst du mittelmäßige Pasta. Für aber einen mittelmäßigen Preis. Eben. Also ich meine, wenn schon mittelmäßig, dann richtig. Aber das Geile ist eben, dass der McDonald's Volkerzwil eben mega lang der einzige war, der in der Nacht offen hatte. Wirklich? Ja, und ich ja als. Ein bisschen runter. Als Kind, yes. Als Zürich-Oberland-Kind, wenn wir dann nochmals in Ausgang sind, so, wo es ja noch keine Nachtzüge gegeben hat. Ja. Und dann ist irgendjemand gefahren oder man ist auf den letzten Zug. Oh, nein, das stimmt nicht. Man ist auf den letzten Zug wieder zurück, aber das waren noch Zeiten, gewesen, wo man dann nicht machen konnte. Ist nie jemand gefahren. Ist dann, irgendwann sind dann nochmals die Leute dann gefahren und jemand ist gefahren und dann war immer so, gewesen, ja, okay, bist irgendwie, weiß doch auch nicht, im Xtra, der Summer Surf Party in Zürich. Und dann bist du heim und nachher so, wow, gehen wir nicht mehr. Und dann hat man müssen im McDonalds auf Volkerzwil. Weil der eben irgendwie bis um 3 Uhr aufgehört. Und ist er auf dem Weg gesehen? Nein, natürlich nicht. Das ist das Geile. Und der gefahren ist, war eh schon völlig verarscht gewesen mit einfach einem Karren voller besoffenen, spät pubertierenden Vollidioten, wo dann irgendwie, wenn du eh schon hure müde bist und nichts getrunken hast, musst du fahren, dann noch viel, geh mit Mac, und dann so 7 Cheeseburger bestellen zum Essen. Ja, logisch. Das spürt uns natürlich, die Stadt ist da sehr gütig gesehen. Ja. Nice. Sogar zu Basel hast du den einen Mac, ja, bis 4, 5, ich glaube sogar. Und das war auch klassisch. Oder halt der Döner. So der klassische ein Viertel Döner essen, bevor der zu schlecht ist. Ich war wirklich nie auf dem Dönerfilm gewesen, weil echt, ich habe das echt einfach nachher wochenlang verdaut. Yeah. Ja. Ja, ist aber gut, dann hast du wirklich etwas gehabt. Also. Ja. Hast du etwas vom Abend? Yeah. Ein paar Tage also die haben Dönerbude zu Basel, die machen auch Pizza. Ja. Weißt du, die klassische Dönerpizza, ja. Wo alle den gleichen Teig haben, ja. Alle haben die gleiche Soße. Ja. Das ist, glaube ich, eine riesen Mafia. Ja. Ja. Und dort merkst du, ab der 1 am Morgen wird der Fettgehalt und der Ölgehalt von dieser Pizza immer höher. Ja. Und am 4 Uhr morgens ist es einfach so ein triefendes Ding. So wie sie wissen, das ist das, was die Leute wollen. Und es funktioniert. Ja, eh funktioniert. Es schmeckt nie besser wie dann. Das ist wie der Happy Bag in Zürich. Der Happy Bag, ja, natürlich. In Zürich, dort bei der Langstrasse, wo, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, hätte ich ihn müssen zumachen oder so. Oder gibt es den noch? Gibt es noch? Ja, der Christoph, wenn er einen wilden Oben in der Zucki gehabt hat, dann geht er am 7. Uhr morgen, geht er noch im Happy Bag.
Das war ja der dreifache Mörder, der Ladelli, der das aufgezogen hat damals. Oh! Der ist aber gestorben. Ah, okay. Aber den Happy Bag gibt es immer noch, ja. Ich habe nur so die Leuchtreklame, habe ich glaube noch gesehen, vor ein paar Wochen. Ja, so, ich strehle ja eben nicht mehr so viel rum. Zu später Stunde. Ich weiß es nicht gewusst. Aber dort hat es ja das legendäre Hamburger-Gipfeli. Oder? Das habe ich nie gehabt. Ich habe immer so ein Schnitzelbrot, glaube ich. Nein, ein Hamburger-Gipfeli. Also ein ultra fettiges Gipfeli. So wirklich, so, auch schon so lampig und überhaupt nicht knusprig. Einfach Fett und Butter. Also Fett und Butter. Ja. Yeah. Und ein bisschen mehr. Und dann drin einen unhuren fettigen Hamburger. Also so ein Fleischpatty. Und dann noch irgendwie so random irgendwie ein bisschen Sösele, etwas Tomaten, weiss doch auch nicht was. Also einfach so Fett mit Fett im Fett. Wie ist das geil? Ein Hamburger-Gipfeli. Hamburger-Gipfeli. Hure geil. Siehst, wenn es den Happy Bag macht, geht's. Aber wenn irgendwie Dr. Oetker kommt damit, dann sagen alle nein. Wobei ich nicht. Doch der Pizza-Burger hat es ja gegeben. Und das ist, ich glaube, ein riesen Flop gesehen. Ja, genau. Habe ich selbstverständlich. Hast du geil gefunden? Ich bin ja... Der Pizza-Burger. Ja. Irgendwie so völlig so ein bisschen zeitlich zu spät mit irgendwie... Nur für echte Männer. Ja, geil. Und ich weiss noch, du hast das Ding müssen auspacken und dann hast du die beiden Hälften in den Ofen tun. Und dann war es aber mega heiß gewesen, logischerweise. Und dann hast du es so zusammen tun und dann hast du können essen. Aber wie du das so zusammen da hast, war es ja huere heiß gewesen, innen dran und es ist auch nicht kalt worden. Und dann hat er dann das Zahnfleisch verbrannt, innen dran und so. Also ich glaube, das ist ein Grund, dass es nicht so erfolgreich war. Einfach so der reine Praktikabilität vom Essen von dem Pizzaburger. Muss man schnell ein Update machen. Happy Bag schließt wirklich, oder hat jetzt schon geschlossen. Also ist in der Meldung entdeckt aktuell, dass sie irgendwie letzte Woche den Abschied gefeiert haben, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es jetzt noch läuft oder schon zu ist. Hat noch einen Tele-Zürich-Bericht offen. Oh, daher gefällt mir schon sehr. Oh, ja. Kannst du noch mal kurz zurück? Kannst du uns dir schnell zeigen? Tele-Zürich pult uns sicher nicht. Du musst einfach mit dem Happy Bag ins Holo und wenn es einfach nur mehr da ist, es fährt so ein Stück Langstrasse dann wirklich. Das Personal, die feine Soße, Schinken, Piadina, alles. Der ganze Vibe, das gehört wieder zu. Das ist schön. Also Happy Bag, da. Das Happy End eigentlich ein Special. Es ist einfach so, dass man es nicht replacen kann, wirklich nicht. Zeig dir nochmal, das ist mein Liebling. Das ist mein Liebling. Ist nicht der Ton ein Hamburger? Wirklich nicht. Oh. Echt ein Special. Das gehört wieder zu. Das ist also Happy Bag ist wirklich das Happy End eigentlich. Ein Special. Es ist einfach so das, was man nicht replacen kann. Wirklich nicht. Hey. Oh Mann. Eibe. Ja, jetzt habe ich es gesehen, das Hamburger-Gipfeli. Ja, das, wow. Ja, super. Oh mein Gott. Okay, jetzt hat er tatsächlich zugemacht. Ja, das heißt, schade. Aber eben, ich bin wirklich so auf der Happy Bag. Auf der Happy Bag. Kurze Schwiege. Schwiegeminute. Ja, Sekunde lang. Okay. Nein, ich bin ja bekennender Trash-Food. Trash-Food-Connoisseur. Auch immer, wenn wir auf Tour sind und so. Ich muss auch all den ultra-trashigen Food-Scheiß muss ich auch ausprobieren. Yeah. Nicht jetzt, weil ich finde, das ist jetzt etwas, wie ich mich müsste ernähren. So. Yeah. Das natürlich nicht. Es ist ungesund und scheiße, das ist mir völlig klar. Aber ich finde auch so Trash-Food hure geil. Zum Beispiel letztens haben wir es gerade wieder über so, was ich recht schade finde, dass es in der Schweiz kein Spray-Cheese gibt. So, was? Spray Cheese, das gibt es ja in USA. Ja. Der Käse so aus der Dose. Auf so Faden. Genau, wo du so Lime Spray Cheese. Da find ich geil auf Nachos. Das ist einfach geil. Ja. Yeah. So, und auch also das Würstli-Zeug und so. Also ich bin wirklich Trash Food. Ich weiss noch, wo Coop so eine Convenience Food Line neu lanciert hat. Mhm. Das war natürlich genau zu der Zeit, wo ich so. Vielleicht habe ich noch knapp daheim gewohnt, aber bin sicher bald ausgezogen. Und dann bist du einfach wirklich so: wow, in eine Plastikfolie fertig verpackte Cheeseburger, wo du nur für eine halbe Minute musst in die Mikrowelle schmeißen. Das ist schon sehr verlockend. Episch. Das war super widerlich. Episch. Und auch irgendwelche Schnitzelbrot und all das Zeugs. Ja. Und ich weiss, das Design, das Herz sollte eben so junge, selbstständige Leute abholen. Aber es ist so ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen. Und trotzdem hast du halt gegessen. Nein, das ist voll geil. Ich bin zum Beispiel auch einer von den Menschen, wo es hat ja mal im
in der Migros hat es mal so Döner-Konservendosen gegeben. Das hat es ja auch nicht lange gegeben. Das war echt so eine, wirklich so eine Konservendose, gewesen, Döner, irgendetwas. Und dann hat es dort einfach so eine Pampe gehabt aus irgendwie Herdöpfel, Dönerfleisch, Cocktailsoße, irgendetwas. Eigentlich recht übel, aber schon noch geil. Und ich habe das auch gekauft zum Beispiel. Also aus der Büchse von der Migros Chili con Carne. Okay. Ist recht in Ordnung. Okay. Also es ist nicht, nie so gut, wenn du es selber machst, yeah, bei all diesen Sachen. Aber wenn du jetzt wirklich auf der Party machst, ich bin mal bei einem Kollegen und der hat gesagt, hey, ich habe eine Chili selber gemacht. Yeah. Dann musste ich sagen, da hättest du jetzt auch auf können, 5 Büchsen in der Pfanne erwärmen. Also es hätte nicht viel besser geschmeckt, nur weil du das Fleisch selber anbrötelt hast. Nein, das ist eh, also so Zeug, ich finde das, man muss das, ich finde das muss man auch ein bisschen zelebrieren. Es ist ja schade, alles immer Bio, alles für Demeter, gesund, alles da. Man muss auch ab und zu waschen. Man muss auch ab und zu mal ein bisschen Trash in den Futter. Ich finde das doch gut. Vor allem irgendwie, wir sind etwa gleich alt. Wenn man irgendwie in so den 90s wirklich aufwächst, dann ist das halt, vor allem wenn täglich irgendetwas zu essen hat, mir so auf den Tisch gekommen, hat man dann auch mal da und dort irgendeinen kleinen Trick angewendet. Ja, also, logo! Und gefunden, hey, das Fleisch mache ich jetzt wirklich auf schnell mit dem Brotsoßenpulver fertig. Ja, und zum Beispiel gerade kürzlich habe ich wieder gekocht, weil meine Großmutter das gemacht hat, weil ich es auch so gern gehabt. Sie hat immer so gesagt, du weißt schon, ich kann richtige Curry kochen. Yeah. Und ich so, ja, ja, aber ich finde das so geil. Yeah. Und zwar so eine Fertigsoße von der Migros, wo du einfach Milch mit dem Pulver irgendwie 2 Minuten lang heiß aufrührst. Yeah. Und es schmeckt wie jeder Schweizer Curry, wo du in irgendeinem Dorfbeizli. Aber es ist nicht Ricasimir, sondern es ist Curry. Also es ist wirklich Curry? Ja, yeah. Aber es ist nicht scharf. Yeah. Es ist nur süß. Yeah. Und du hast halt auch keine Früchte drin, wie beim Ricasimir. Yeah. Und das dann mit Bulletschnetzlitz an einer Rahmsauce. Und dann machst du die Rahmsauce mit dieser Currysauce zusammen. Und dann musst du es so ein bisschen mischen. Yes. Und es schmeckt wirklich einfach so Dorfbeiz Mittagsmenü. Ja. Aber es ist einfach geil. Ja, ey. Nein, das ist schon wichtig. Das, ich finde, das gehört auch nicht zu unserer Kultur. Wirklich, im Fall. Also, weißt du, ich habe nicht fertige Rösti und so. Ja, ja, ich denke auch immer, Schweizer Essen ist, klar, die Leute reden immer von Raclette und Fondue und so. Und der Rösti ist auch nice. Aber wenn du dann über die drei Essen mal drüber hinaus schaust, merkst du so, Schweizer Küche ist zum Teil recht fucked up. Ja, hure. Also ja, es gibt ja, also, ja. Also meine Freundin ist von Holland. Ja. Yeah. Und wir sind noch viel in Holland. Also ihre Mutter kommt von dort. Aber wir sind noch viel in Holland und die sind ja noch viel crazier drauf. Mm. Was so irgendwie Convenience, alles schon fertig. Febo, irgendwie, der leckerste. Ja, trecke heute Mühr. Und dann gehst du halt, dann lässt so einen 1 Euro in so einen Schlitz rein und dann nimmst du aus dem Mauer raus irgendwie so eine frittierte, was weiß ich, Wurst. Das sind ja einfach wirklich schon, das liegt schon da drin. Ja, ey. Stundenlang, zum Teil auch tagelang. Ja. Hast du einfach so ein kleines Fenster da, mit so einem Plexi-Schieberli. Und wenn du den Euro reinlässt, dann kannst du das Schieberli aufmachen und kannst die Cheeseburger oder die Frikandelle, so die frittierten Dinger, so würstmäßig, und du weißt weder, was der Teig, was das ist. Und dann hat sie noch so eine Soße, also es ist eigentlich Fleisch. Es hat Fleisch drin. Es Ammoniak. Du hast einfach keine Ahnung, was da ist, aber es ist einfach voll geil. Und wenn du dir ja noch etwas willst gönnen, wenn du denkst, hey, jetzt gestern ist der Lohn gekommen, dann kannst du auch zu diesen Feistern, die 2 Euro kosten. Der Lohn gekommen ist. Dann gehst du richtig all out. Dann gehst du wirklich so, hey, heute gehe ich zum 2 Euro Feister. Ich bin sehr gerne in Holland. Also hauptsächlich in Amsterdam, aber ich habe schon einen anderen Ort gesehen. Und New York Pizza zum Beispiel ist eine super Kette. Und ich weiß noch einmal, da bin ich in so einer Falafelbude. Und dann hat ein mega netter Typ gesehen. Und dann habe ich mit meinen Falafel zusammensetzen lassen. Und habe vor Ort gegessen. Habe nicht mitgenommen, sondern dort gegessen. Und dann habe ich so gedacht, fuck, das ist jetzt wirklich einer der besten Falafel, die ich seit langem hatte. Mhm. Dann habe ich gedacht, ich mache dem eine Freude und ich sage das dem auch, oder? Yeah. Und ich bin so zu ihm gegangen und gesagt, hey, vielen Dank, das war wirklich ein ganz guter Falafel. Yeah. Und dann so, okay.
Und dann denkt, ja, ich habe jetzt gedacht, er freut sich ein bisschen mehr. Dann gehe ich und ohne Scheiß, ich laufe vielleicht 5 Minuten und dann sehe ich den gleichen Falafel Place an einer anderen Strassenecke und merke, ah, fuck, das ist eine riesen Kette. Und der ist auch so der Fastfood-Falafel von Holland. Ich weiß nicht, wie es Masos oder irgend so was heißt. Und es gibt es oft an jedem Strassenecke. Und ich denke, ich mache dem eine Freude, dass ich dem jetzt seinen Falafel und er lobe. Und der schießt nur an, um dort zu arbeiten. Einfach nur geschissen. Völlig verstrahlt wahrscheinlich. Ja, so Alter, ich tue da einfach irgendwelche Bällen, die mir von keine Ahnung wo geliefert kriegen. Ich schmeiße es. So geil. Boah, ja, aber das ist, ja. Ja, Holland ist ja geil. Ich finde, die haben eine ähnliche Essenskultur eigentlich. So ein paar Sachen, die hure geil sind. So, und sonst ist es auch ein bisschen trashy. Also genau, was ich geil finde. aber wenn du in einem Restaurant nicht gut isst, dann bist du schon pissed, oder? Ja, natürlich. Nein, also das ist ja wie, ja, das ist ja wie irgendwie trashige Filme schauen oder so. Also ja, ja, klar. Das ist ja so ein bisschen, das ist fast so ein Fetisch eigentlich. Es ist ein bisschen abartig auch, aber irgendwie finde ich es noch geil. Es ist eigentlich auch trashige Musik hören. Oder trashige Musik hören oder an irgendwelche Bad Taste Partys gehen oder irgendwie so. Machst du das auch? So B-Movies, nein, nicht mehr. Ah, okay. Aber wir haben das früher, haben wir das... Ich wage jetzt zu behaupten, dass wir, also zusammen mit dem Stipe, der jetzt Exil führt, damals im Rampenclub im Bubiken, haben es schon so ein bisschen erfunden auch. Es hat also es hat so eine Welle gegeben und wir sind dort, also eben der Stipe, der das organisiert hat, und der Dabo und ich haben aufgelegt, Fantastic DJ Team. Ja. Das war recht früh gewesen und das war mega erfolgreich gewesen. Das war geil. Und das Geile war eben, da haben wir gerade letzte wieder drüber geredet. Bei unseren Bad Taste Partys war es eben so, das ist nicht einfach den ganzen Abend nur einfach 90er Schrott-Sound gelaufen, sondern es war eigentlich eine geile Party gewesen. Und einmal pro Stunde hat es den Bad Taste Alarm gegeben. Und dann haben wir so einen Jingle produziert. Und dann war es so, Bad Taste Alarm. Und dann sind irgendwie 2 oder 3 so ultra trashige Bad Taste Songs gekommen. Und dann ist die Normalparty wieder weitergegangen. Und das war eben ein mega geiles Konzept. Ja. Yeah. Kennst du den DJ Raclette? Sitzt der mir vis-à-vis? Die Leute meinen es immer. Die Leute meinen, wo ich bin. Aber das ist der Typ, der mega ähnlich aussieht. Ja, er sieht mega ähnlich aus wie ich. Ich glaube, man hat uns noch nie gemeinsam neben gesehen. Aber es kann sein. Ja. Es kann sein. Ja. Okay. Aber der DJ Raclette hat ein anderes Konzept. Ah, der hat ein anderes Konzept? Der hat keinen Alarm oder so. Aber der legt eigentlich ab und zu noch gute Musik auf. Ja. Und dann kracht irgend so eine richtig Öble dazwischen. Aber vielleicht braucht der DJ Raclette einen Raclette-Alarm. Vielleicht müssen wir dem DJ Raclette das mal produzieren. So einen fetten DJ Raclette-Jingle, wo dann die Leute wirklich wissen, wenn sie auf der Scheisse sind oder so, wow, jetzt kommt der Jingle. Und dann zickeln sie wieder auf den Dancefloor, machen sich ready. Wobei, weißt du noch, wie hat das geheissen? Die Clubs, die so wie eine Börse gesehen sind. Shit, wie hat das geheißen? Aha, ja. Wall Street. Mad Wall Street. Das ist ja auch so absurd gesehen. Da hast du irgendwie die Preise, dass ich das nicht durchgesetzt habe. Die Preise sind wie eine Börse gesehen. Ja. Und dann hat irgendwie, etwas ist gerade super günstig gesehen und etwas ist sau teuer gesehen. Irgendwie, keine Ahnung, dann heisst es, Wodka Red Bull ist gerade 14 Stutz. Dafür ist der Whisky Cola 9 oder irgendwie so. Ja. Und dann auch immer so, keine Ahnung, alle 1,5 Stunden oder so, macht es auf einmal BII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 I
Und das habe ich ein Stück weit geil gefunden, weil dann hast du eben so eine halbe Stunde, findest die Musik voll geil, weil irgendwie gerade der Scheiß läuft, der dir gefällt. Und dann kommt aber irgendwie der super Switch zu Reggaeton. Yeah. Und irgendwie, keine Ahnung, so 2005 Hip-Hop, wo irgendwie so, gewisse Songs so, mir nicht sein. Ja, nicht gegen 2005 Hip-Hop. Ja, es kommt drauf an. Man muss dazu sagen, Schweizer Hip-Hop ist ja, wenn wir ehrlich sind, immer so 10 Jahre hinter drei gewesen. Ja, voll. Also wenn in der Schweiz Hip-Hop etwas gelaufen ist, hat das tönt wie 10 Jahre früher weltweit. Beziehungsweise ja, oder wenn die, wo wirklich am Puls von der Zeit waren, sind dann einfach gehatet worden. Unter anderem von so Menschen wie mir. Jetzt macht es da eins auf. Nein. Ja, voll wack und so. Oldschool. Genau. Yeah. Ja, ich bin natürlich genau so gewesen. Weil, also du bist eigentlich schon ein Hip-Hop-Kopf. Ja, voll. Ja. Yeah. Voll. Nein, das ist natürlich, also, was ich angefangen habe aufzulegen und auch lange aufgelegt habe. Und auch angefangen Musik machen. Das war natürlich einfach Hip-Hop gewesen. Und da gibt es ja jetzt auch wieder so eine Welle zu eben der Oldschool, wie es jetzt schon heisst. 90s Hip-Hop ist ja jetzt wieder super geil. Voll. Also der Kollege Johnny Holiday hat erzählt, er hat noch einmal aufgelegt. Und es sind wirklich so 20-Jährige gesehen und hat gedacht, oh. Und dann hat er so alte, unbekannte Platte für ihn geholt und er hat gesagt, nach einer halben Stunde ist es auf ein jenseitiges Fest gesehen. Ja. Und die Leute sind voll abgegangen. Ja. Und denkst, jetzt so, ist mega geil. Vor 5 Jahren war es irgendwie auch nicht so ganz down gesehen. Ja, voll. Ja, das ist schon hure geil, wie wirklich das jetzt so die Welle und ja jetzt, wie es das erste Mal ist, so in unserem Alter jetzt, wo das wieder kommt, wo in deiner Jugend war. Vorher war ja immer alles vorher gewesen, oder? Ja. So, ja, okay, 80s Revival und so, ja. Und jetzt ist ja wirklich so, ich meine auch so modemäßig und so. Ja. Ist ja wirklich so eins zu eins, also nicht ganz, aber so wie ich mit 16 rumgelaufen bin. Das ist so krass. Das ist super geil, oder? Ja, aber man merkt dann auch, dass man älter wird. Du bist nicht mehr 20. Weil du bist wirklich so... Ich glaube, ab jetzt kommt nichts Neues mehr. Ja, abgewandelt. Ja, voll. Das ist wirklich so, da denkst du, okay, das kenne ich jetzt auch schon. Ja. Ja. Und dann siehst du irgendwie was musikalisch läuft, Mode ist also was. Mhm. Und du denkst, ja, jetzt sind wir wieder dort. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Nein, das ist super geil. So bin ich auch mit 14 rumgelaufen. Ja. Und ich hätte ja können schwören, das habe ich immer behauptet und ich bin völlig falsch gelegen. Ich habe mir gesagt, Buffalos, so die Plateauschuhe, das ist so hässlich gewesen. Yeah. Das kommt nicht mehr zurück. Ja, natürlich. Natürlich. Sogar die mit dem Reissverschluss vorne, hinten. Ja, voll. Also die Ultra-Low-Waist mit 60 Jeans und so. Ja. Yeah. Geil. Kommt alles wieder zurück. Mm. Aber du hast eigentlich jetzt schon länger deinen Style, so wie er ist. Ich bin eingefroren irgendwie. Ich habe es gesehen an der Multifunktionsjacke, die du gekauft hast vorher. Ja. Voll. Ich muss jetzt auch langsam so ein bisschen bei uns in der Bank gibt es das geflügeltes Wort, so eine Päh-Jacke, also Päh für Vater. So im Bündnerdeutsch so. Ich habe jetzt Päh-Jacken an, also, und dann ist es passiert. Hast du jetzt auch ein Kombi? Hey, noch nicht. Aber ich habe tatsächlich letztes Mal geschaut, ob ich jetzt doch vielleicht noch ein Auto kaufen muss. Ich habe mich also dagegen entschieden. Ah, du hast gar keins? Nein, also ich meine, wenn du in Zürich wohnst, in der Stadt, dann brauchst du eigentlich kein Auto. Für die paar Mal, wo du eins brauchst, mietest du irgendwie eins oder so. Und du sind mit dem, wenn du Gigs hast, sind du eh mit dem Büsschen unterwegs. Ja. Das mieten wir auch. Ja. Also nicht der Nightliner, muss man dazu sagen. Das ist ja die Erwartung, die Leute immer haben. Die haben das Gefühl, wenn man irgendwie ein bisschen etwas macht, was die Leute kennen, dann haben sie das Gefühl, boah, die fahren da mit dem fetten Nightliner, fahren sie durch die Schweiz. Das wäre super geil. Nein, es ist voll ein abgefuckter alter Bus. Ja, so ein weißer Van, oder? So ein weißer kleiner, eigentlich ein bisschen zu kleiner Van. Wenn jemand allein drin sitzen würde, würde man schon sagen, Achtung, nicht zu nach zu der Schule. So, genau. Ja. So eine. Aber es hocken irgendwie 17 Leute drin, die zusammen auf die Tour gehen. Es hocken 8 Leute drin, es ist einfach voll. Also nein, 9. Jetzt ist es wirklich einfach voll. Aber wir haben jetzt immerhin noch jemand zusätzliches, der unser Equipment fährt und hilft aufstellen und so. Ein Roadie?
ein weiblicher Roadie. Ja. Roadie? Backlinerin, ja. Ja, das haben wir jetzt mal uns gelesen, mal für die Tour. Jetzt mal schauen. Ja. Aber das erleichtert schon noch viel. Merkst du eine entspanntere... Hey, es ist einfach Tour, so schon genug das? Anstrengend. Yeah. Und dann ist es einfach ein bisschen weniger anstrengend. Yeah. Wenn du nicht noch musst, die Tonnen Material, die du irgendwie mitschlägst, fast selber noch irgendwie umfahren und rumlupfen. So. Bist du... Es gibt so zwei Sorten DJs für mich. Bist du mehr ich finde es geil, daheim rumzuhüfteln und irgendwie Sachen ausproduzieren. Und da hat mir mal gesagt, du bist eigentlich der Hit-Dude. Du nimmst eine Skizze von ihm und dann machst du zwei Sachen und dann ist es ja, Hit. Schön wär's. Ja, aber du machst wirklich immer so Zeugs dazu, wo dann so bui, bui. Oder bist du mehr so, bist du so der Tour-Dude? Findest Touren richtig geil? Ja, ich glaube schon. Also, aber das ist, glaube ich, bei allen von uns ein bisschen so. Also, yeah. Wir machen alles andere, was man ja auch darf machen. Yeah. Irgendwie Songs produzieren, auf Promo gehen, also sich irgendwelche Fernsehsendungen machen oder so Sachen. Das machen wir, eigentlich am Schluss machen wir das, glaube ich, alles, dass wir einfach Konzerte spielen können. Yeah. Und möglichst viele Leute an unsere Konzerte kommen, dass wir noch eine geilere Live-Produktion machen können. Yeah. So, das ist eigentlich das Ziel. So, möglichst irgendwann können einfach spielen und es kommen viele Leute und dann kannst du fette Produktion machen mit vielen Musikern und schönen Bühnen und so. Das ist das Ziel. Das Problem in der Schweiz ist ja eigentlich, je fetter die Produktion, desto seltener kannst du spielen. Ja. Oder? Ja. Also das ist ja... Ja. Du bist extrem schnell, bist an der Grenze. Ja. Weil entweder sagst du, hey, wir spielen irgendwie 150 Mal im Jahr, ja, und dann musst du aber halt Bar und da und ja, dann verdienst du sicher kein Geld. Ja. Oder du sagst, hey, fette Produktion, aber da kannst du nicht alle zwei Monate am gleichen Ort spielen. Ja, eh. Nein, das ist auch noch krass gewesen, wo wir so wie so ein bisschen erfolgreicher geworden sind. Früher ist es ja einfach, haben wir einfach jeden Gig gespielt, der irgendwie gekommen ist. Während Jahren, oder? Mhm. Und dann hast du unter Umständen dann 40 Gigs gespielt pro Jahr, mhm, oder 50 oder so. Und nachher, sobald du ein bisschen bekannter wirst und dann die Schippen grösser werden, ein bisschen, wo du spielst und wo es dann quasi eigene Konzerte sind und Leute mit dich schauen, spielst du auf einmal nur noch 20 Mal. Ja. Yeah. Oder so. Und uns hat das am Anfang hat uns das so ein bisschen gesagt, ja, das ist jetzt echt gar nicht so geil. So, hä? Jetzt sind wir doch irgendwie, jetzt sind wir ein bisschen erfolgreicher geworden, jetzt müssen wir doch mehr spielen und so. Aber ja, es geht eigentlich nicht anders. Ja. Yeah. Weil die Schweiz einfach so klein ist und beziehungsweise unser Markt, der Deutschschweizer Markt, ist noch viel kleiner. Das sage ich immer. Die Leute meinen immer, es sind 8 Millionen. Aber nein, man muss sagen, es sind knapp 5. Und dann, yeah, nimmst du noch Kinder weg. Und nimmst noch ältere Menschen weg. Ja, und nachher sind wir noch Zürcher. Und dann fällt noch Basel weg. Und fällt noch halbe Bern weg. Und fällt nein, noch... aber Basel läuft nicht schlecht. Nein. Dank Support von einer lokalen Comedian. Genau. Nein, aber das ist schon noch krass, oder? Also es ist dann eben am Schluss schon nicht ein mega grosser. Yeah. Ja, ich weiß noch, ich habe so ein bisschen können miterleben, wie die grösser und bekannter geworden sind. Weil wir haben ja durch einen eigentlich blöden Zufall, haben wir uns recht früh kennengelernt. Also recht früh, es ist gleich, da sind gleich schon mit dem dritten Album unterwegs gewesen. Aber wieso sind wir eigentlich zu dir gekommen damals? Hey, das frage ich mich. Ich habe das Theater. Ich habe so eine trümmelige Late-Night-Show gemacht. Was heisst da trümmelig? Nein, es war voll geil. Es war richtig geil. Und wir haben immer einen Musical-Guest gehabt. Und wir haben wirklich absolut, wie nennt man das, pushed above our bla bla. Also wir haben wirklich völlig zu grosse Acts gehabt für die Größe dieser Show. Mhm. Aber wir haben es irgendwie auch nicht gekriegt. Und der Produzent hat natürlich auch geholfen, der Manu Thalmann, wo die Leute immer irgendwie eingeladen hat und gefunden hat, hey, das ist gute Promo, bla bla. Ja, oder? Ja. Und es ist wirklich so gesehen, wie so oft, du hast so ein paar Bands, die so ein bisschen gepusht werden und dann sagst du, ja, nehmen wir mal auch. Und von der einen hörst du nie mehr etwas. Ja. Und bei den anderen eben siehst du dann so ein bisschen, wo es angeht. Und bei euch ist es so gesehen, die sind, glaube ich, Best Talent sind gerade schon gesehen.
Hast du das dann gesehen? Ja. 2012. Ja. 13, so, ja. 12. Ja, sind wir gerade Best Talent gesehen. Sind wir Best Talent gesehen, wo wir euch gebucht haben. Und dann haben wir in der Zwischenzeit tatsächlich den Best Talent Award gewonnen. Mhm. So, und danach habe ich so gefunden, ja, voll geil, ich kenne die Dudes nicht, aber hey, das sind gerade SRF 3 Best Talent, Swiss Music Award hat sie gewonnen. Ja, nice, schauen wir mal. Und super geil gewesen. Und danach sind wir irgendwie im Kontakt geblieben und haben immer wieder mal etwas gemacht. So. Und ich weiß noch, das ist eigentlich eine geile Zeit gewesen, weil die sind schon eine gut geformte Band gewesen, geile Songs, gute Live-Show. Aber halt eben noch nicht das Riesending. Und das ist ja, so blöd das für die Artists ist, ist das für Menschen, die die Artists begleiten, ist das eigentlich das Geilste. Ja, ey. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, was es war, ist St. Gallen oder Gurten oder irgendeines von diesen Festivals, haben die in so einem Chesterfield-Zelt, haben die tot gespielt. Ja. Ich glaube, so 2x4 Stunden oder irgend sowas. Also es war einfach brutal heiß gewesen. Das weiss ich noch. Dort ist wirklich jedes einzelne Kleidungsstück an meinem Körper hat keinen trockenen Fleck gehabt. Ja. Wirklich keinen. Einfach flutschnass. Ja. Und, ja, das, ist und das sind natürlich super, das ist eine geile Phase, weil es kommen ja gleich Leute und die spielen viel und sind voll im Flow. Ja. Und Ich denke das immer, wenn ich irgendwie vor, keine Ahnung, 20 Leute spiele oder so, denke ich so, für die ist das wahrscheinlich auch mega geil, oder? Ja, ich wäre schon gern. Ja. Ich mache jetzt weiter jetzt. Ja. Ja. Dann ist noch Covid und solche Sachen. Aber ich glaube schon geil. Ja, also schreibe den Leuten auch immer. Danke für die Privatvorstellung. Ja. Es ist eigentlich schon eine öffentliche Show. Aber ja, für euch, weißt du. Und dann hat man immer so gesehen, so, und jetzt kommt das Album. Und danach sind so die ersten Energy-Gigs sind dann so gekommen. Das macht sich dann auch schon ein bisschen grösser. Mhm. Weil auf einmal Start the Swiss. Ja, oh lololololol. Und dann ist halt mit Angelina hat dann alles nochmal brutal. Ja, voll. Und wir haben irgendwie, was haben wir? Ein oder zwei Wochen bevor der Song rausgekommen ist, haben wir zusammen zu Nacht gegessen. Ist das der gewesen? Ja. Dann habe ich gerade, als ich da angefahren bin, gedacht, ja, wir sind ja nochmal bei dir noch gut zu Nacht essen und so, in deiner Wohnung. Ja. Mit dem lustigen Garten. In der alten Wohnung. Die habe ich zwischengemietet von einem Kollegen, der weg war. Die ist geil gewesen. Ja. Und dort sagt er aber irgendwann so, ja, jetzt haben wir eine neue Single, die jetzt dann kommt. Ja, könnte noch gut werden. So, und dann haben wir da alle irgendwie, da haben wir gelost und gefunden, ja, oh, das ist schon recht geil. Und dann kommt er raus und dann macht es. Ja, das ist schon noch crazy gewesen. Ja. Vor allem auch, weil irgendwie, ja, das geht ja dann eben, also, das entwickelt sich ja dann eben doch über irgendwie, über einen, für Außenstehende manchmal recht. Also es ist ein recht langer Zeitraum, aber auch, was es dann irgendwie braucht, oder? Yeah. Es kommt dann raus und dann geht es einfach so nah. Und der Peak ist dann irgendwann recht viel später. Aber wenn man, das merkt man ja nicht, wenn man nicht selber so Musik gibt. Nein, logisch. Du merkst es dann, wenn er irgendwie gross ist. Aber das ist schon noch geil gewesen. Und ich meine, wir haben ja überhaupt nicht irgendwie, wir haben ja keine Ahnung gehabt. Also, es ist einfach rausgekommen. Aber du merkst ja dann schon. Irgendwann merkst du es natürlich. Dass es anzieht, ja. Und es war gerade auch noch so eine straube Zeit gewesen zwischen noch altem Musik, Musikmarkt und Streaming. Es war gerade so dazwischen gewesen und das war ein ultra erfolgreicher Song gewesen, irgendwie der meistverkaufte Song oder der Schweizer Song oder ich weiß auch nicht mehr, einfach so, irgend so ein paar Superlativ. Und ist aber irgendwie, zum Beispiel in den Charts, ist der nicht weit raufgekommen. Ja. Yeah. Damals. Weil das hast du gar nicht geschafft. Irgendwie als ich glaube, es war der einzige Schweizer Song. In den Jahrescharts. In der Jahrescharts. Ja, ja, auf Platz 99 oder yeah, so. Ja, yeah. Ja. So und es ist der Erfolg, und es ist so wirklich so, es ist so eine ganz schräge so Zwischenphase gewesen, wo heute wäre es recht anders. Ja. Yeah. So, was den Impact anbelangen würde. Aber ich, das denke ich auch immer, wenn,
mein Seed-Streaming in die Charts einberechnet wird. Was ja eigentlich gut ist. Ich denke trotzdem, irgendjemand müsste es wieder eine Zusatzformel geben, dass wenn die gleiche Person einen Song 300 Mal los, dass das weniger wert ist, als wenn 300 Leute den Song einmal hören. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Weil ich weiß noch, wenn ich Kind gesehen bin und den Song geil gefunden habe, habe ich den 100 Mal gelost. Mhm. Und was habe ich damals gemacht? Ich habe mit meinem Sackgeld die Single gekauft, ja, und habe die CD eingeworfen und dann habe ich auf den Song auf Repeat gelost. Ja, und dann noch den Extended Mix, genau, und noch den Trance Mix und noch den Hip Hop Mix und noch den Respect Yourself, ja, Street Mix. Voll. Stimmt, wo sie oft irgendwie zwei Spuren haben sie ausblendet. Einfach völlig random, um einfach die CD noch ein bisschen zu füllen. Genau. Und ja. Und ich meine, wenn mir jetzt ein Song gefällt, was mit dem Stress davon gehabt, dann höre ich den ein paar Mal, weißt? Aber nicht, ich höre nicht 100 Mal. Nee. Und ich höre auch viel breiter halt noch altes Zeugs und das und habe irgendwie so meinen eigenen Mix und dann bin ich mal mehr in der Stimmung und im Auto höre ich etwas anderes als da, bla bla bla. Und ich sehe dann aber so, zum Beispiel bei den Kids von meiner Freundin, wenn die einen Song geil finden, der wird einfach zu tot gelöst. Okay. So eben wie bei mir früher. Ja. Und ich denke so, shit, das ist jedes Mal. Ja. Das ist ein Play. Das ist jedes Mal ein Klick. Das tut für Charts. Ja. Aber, aber es, gell, es ist irgendwie 120. Also ich weiß nicht, wie die aktuelle Formel ist, aber es ist irgendwo bei 120 Plays, wird quasi als ein Verkauf gewertet. Ja. Yeah. Und dann müssen sie dann recht viel. Aber es verkauft. Ja, das verkaufst du ja nicht mehr. Ja, ja, nein, aber weißt du, quasi als für Charts, als ein Unit, oder? Wo zählt. Also, und das ist dann eben wiederum recht viel, eigentlich, wenn man sich das überlegt. Das habe ich nicht mal gewusst. Ja. Krass. Ja. Also ich habe schon gedacht, es ist nicht 1:1. Ja, ja, und dann gibt es noch so, weißt du, die erfolgreichsten Songs werden dann nicht berechnet. Also jetzt einfach für Charts. Ja, ja. Nicht berechnet und so. Also es ist noch recht. Schon noch so eine ausgecheckte Formel. Aber was krass ist, ist, dass am Schluss eigentlich zum grossen Teil auch Streaming-Anbieter und wie und welche Songs sie ihre Playlisten tun, bestimmen, was erfolgreich ist. Ja. Yeah. Und da hast du als Schweizer Band, vor allem als Mundart-Band, bist du da einfach extrem benachteiligt, weil du kommst in all die grossen Playlisten kommst du einfach nicht rein. Da tun sie keine Songs rein. Nein. Von Mundartkünstlern. Und nachher wirst du einfach, und irgendwie die Hälfte der Nutzer, von den Streams, die generiert werden, werden über so Playlisten generiert. Und dann bist du einfach draussen. Und das ist eigentlich ein Rechtsskandal, finde ich. Es wird auch immer wieder von Labels und so, wird da extrem viel geschafft. Aber der Streaming-Anbieter ist auch egal. Ja, ich so, ah, die Schweiz, bah, ist mir scheißegal. Ich weiß noch, wo irgendwie, ich weiß nicht mehr, irgendein tolles Medium hat so wie eine Liste veröffentlicht, wer wie viel mit Spotify verdient. So. Und ich habe es nicht spannend gefunden wegen der effektiven Frankenzahlen, sondern oft viel mehr, weil du gesehen hast, die richtig erfolgreichen sind alles Artists, die entweder Englisch, falls überhaupt, oder hauptsächlich Instrumental. So, einfach irgendwie Elektrobeats und das und das und das. Und die wahrscheinlich momentan erfolgreichste Schweizer Band, die Mundart macht, Patent Ochsner, ist irgendwie auf Platz 19 gesehen. Yeah. Weil eben die anderen in so Worldwide Playlists drin sind. Und man vielleicht Artist gar nicht kennt, aber hey, hat eine Million Plays schon nur, weil es oft in der Playlist ist. Ja. Und Patent Ochsner kann wo auch immer spielen und sie verkaufen aus und es geht ab wie Sau. Und es tut sich schon nicht ganz widerspiegeln. Nein, überhaupt nicht. Nein, das ist wirklich, das ist voll, das ist auch wieder so ein, das ist auch so ein Ding von denen. Von diesen hyperkapitalistischen Plattform-Technologieunternehmen. Ja. Wo einfach wie so, das hat man ja, das sieht man ja in mega vielen Bereichen, wo einfach wie so quasi der Mittelstand gibt es nicht mehr. Ja. Oder? Es ist einfach so, die Plattform verdient viel und gut und die obersten, weiss doch auch nicht, 2% oder so, für die lohnt es sich unhuren. Und für alle anderen, die in dem alten System, sagt das jetzt, weiss doch auch nicht, Hotel, Musik,
Film, whatever, wo früher noch so okay haben können, so ein bisschen mittelstandmäßig so können leben, die haben einfach nichts mehr. Mhm. Und das ist super crazy. Und das ist in der Musik genau gleich. Ja, es ist in mega vielen Bereichen. Ich denke auch, Netflix, jetzt nicht nur auf Comedy bezogen, es gibt ja unglaublich viele Comedy-Specials mittlerweile. Und sogar Deutschland, wo an sich nicht schlecht grosser Markt ist, haben bis jetzt, glaube ich, 4 oder 5 eigene gemacht. Mhm. Vielleicht sind es jetzt auch 10. Ja. So, aber es ist auch ein winziger Prozentteil. Mhm. Und das sind dann die ganz grossen Namen. Und schon dort finden sie so, ja, wir machen es vielleicht mal und so, irgendwie Hazel und Lobrecht und so. Aber eben, Schweiz war ja nicht mal ansatzweise eine Idee. Yeah. So. Nein, du musst dich zwingen. Das ist das Einzige, was ich sagen, ist. Hey, für diesen kleinen Markt tun wir doch nicht produzieren, oder? Ja. Sondern sie schauen ja dann schon das Größere. Ja, voll. Das ist schon übel, aber... Darum muss man die einfach zwingen dazu. Wie zwingst du sie? Ja, was auch? Mit Gesetz. Mit Gesetz und der Polizei. Wo man einfährt bei Netflix und sagt, so jetzt. Aber ich habe noch spannend gefunden, dass für das letzte Album sind ihr in der Schweiz wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die erste, aber sicher early. Wie man es auch immer nennt, zu den ersten haben wir gehört, wo so einzelne EPs rausgebracht haben, die dann am Schluss ein Album gegeben haben. Mhm. Was ja jetzt mittlerweile gibt, ist, glaube ich, schon wieder eine neue Formel. Jetzt solltest du eigentlich alle 3 Wochen einen Song rausbringen oder irgend sowas. Ja. Aber du warst recht früh gewesen, ich fand, ich will das mal so probieren. Hey, zum Glück haben wir das gemacht, weil hätten wir es nicht so gemacht gehabt. Wir haben ja das Album, das war «Schlaf aus», das ist das vorletzte Album. Und das ist ja im Februar rausgekommen und im März ist ja dann Ultra-Lockdown und Corona. 2020, genau. Ja. Und wir haben zum Glück mit diesen EPs ja schon ein Jahr vorher angefangen. Weil das Konzept war, es kommen 3 EPs raus und quasi der 4. Release, genau ein Jahr später, ist dann das Album, wo dann alle Songs, die schon draußen sind, drauf sind, plus noch neu. Und hätten wir das nicht gemacht, hätten wir wirklich im Februar ein Album rausgegeben. Ins Nichts. Ja. Einfach, wo wir dann 3 Wochen später hätten können beerdigen. Und das wär crazy gewesen. Es ist schon so, haben wir es ein bisschen beerdigt eigentlich, weil wir Touren können spielen und einfach, ja, dann alles irgendwie anders war und sich niemand für irgendwie Musik interessiert und so. Aber... Zum Glück haben wir das damals gemacht. Aber jetzt haben wir es wieder anders gemacht. Ist auch geil, jetzt ist es wieder normal, einfach ein Album. Ja. Ich bin immer noch grosser Verfechter von Album. Also darum habe ich mit den EPs habe ich sehr gut gefunden, weil das ist auch so ein eher Single gehabt. Und dann hast du aber auch so eine 1,5 Minuten gehabt, wo du jetzt so eben nicht rausbringen würdest. Und das stresst mich so extrem an diesen Single-Releases. Weil in einem Album lässt du ja Raum für irgendwie noch etwas mehr Kreatives und es ergänzt sich dann mit der Zeit. Oder? Also wie auch bei einem Film, der ist nicht nur Trailer-Moment, der hast ja auch mal eine Szene. Ja, also, ja, voll, das stimmt echt, das haben wir noch gar nicht überlegt. Das wäre bei Film, wenn ein Film so gemacht wäre, einfach wie nur ein Trailer. Genau. 60 Minuten. Trailer, aber das ist, wo nur noch läuft und toucht. Aber das ist ja leider ist ja auch bei den Filmen ist ja eigentlich genau auch das, dort gibt es ja eigentlich keinen Mittelstand mehr. Sondern du hast die grossen Buden und die sagen, wir machen nur noch 4 Filme, die irgendwie 500 Millionen kosten, weil am Schluss nehmen wir mit jedem 2 Milliarden ein. So, und einer darf tanken von mir aus. Ja. Aber wir schmeißen ganz viel Geld an die Wand und es bleibt noch mehr kleben. So, oder? Ja. Und früher hast du so nicht gerade Indie, aber hast so kleinere Sachen gehabt, so eine easy Komödie oder mal ein Thriller. Also, wo einfach, da hat man ein bisschen Geld rein und vielleicht hat es ein bisschen mehr Geld zurückgegeben. Aber es ist zu viel Aufwand, großes Zahlenspiel, bla bla bla, oder? Und darum hast du ja auch Studios, wo mittlerweile. Das hat der eine Regisseur das gesagt, ich glaube der John Favreau, hat so gesagt, mittlerweile funktionieren Studios so, dass wenn du etwas pitchst, dass sie sagen, was sind die 5 Trailer-Momente? Und danach sagst du, also das eine ist, wo irgendwie
wo irgendwie er vor ihr so blöd auf die Schnur geht. Ja. Und der Einzige... Also du pitchst eigentlich schon den Trailer. Genau. Und du musst eigentlich nur diese Szene haben. Und ja, dann kannst du einen schlechten Film drumherum basteln. Ja. Weil sie wollen ja eigentlich einfach, dass man den schaut. Ja, ja, oder? Ja. Fertig. Mhm. Mhm. Crazy. Aber jetzt gut ist oder nicht, ist etwas anderes. Ja, ja. Crazy. Ja, ich bin nicht so der Film-Dude. Ich komme, das finde ich ein bisschen schade. In meinem Leben. Mehr Serien oder gar nicht? Einfach also nicht. Tust du einfach nicht schauen? Das ist mega selten. Ich habe zwar ein Netflix-Abo. Ja. Aber die verdienen richtig viel Geld mit mir. Du meinst im Verhältnis? Wenn man schaut, was ich konsumiere und wie viel ich zahle, ist es ein Ungleichgewicht. Wobei, ich glaube, du würdest ihnen schon mehr helfen, wenn du viel streamen würdest. Das stimmt. Weil dann können sie eben, haben sie bessere Zahlen für die Werbekunden, wo sie dann, stimmt. Wo sie dann wieder können platzieren können. Stimmt. Wobei wir ja jetzt auch ins Filmbusiness eingestiegen sind mit unserer Doku, die wir gemacht haben zum Album. Die habe ich eben noch nicht geschaut. Und ich habe gedacht, das ist eine gute Sache, dass ich sie jetzt noch nicht geschaut habe, wenn ich mit dir schwätze. Oder ist es super schlecht von mir, weil ich mich nicht vorbereitet habe? Das ist doch mega schlecht. Nein, du weißt, du kennst uns ja eh. Also es ist ja nicht viel Neues drin. aber das ist ja das Krasse. Man meint ja selber, weil man etwas schon, keine Ahnung, 20 Mal erzählt hat, denkt man so, ja, also 21. Mal muss ich es nicht erzählen. Genau, aber es gibt ja mega viele Leute, die es nicht kennen. 99,9% sind bei denen 20 Mal nicht dabei gewesen. Cool. Und das 21. Mal ist für die das erste cool. Mal, wo du es erzählst. Cool. Oder? Ja, und dann haben wir ja eben die Doku gemacht und dort sind wir auch so, wirklich so, habe ich jetzt auch so das erste Mal so ein bisschen, also ja, weil die ist ja dann im Fernsehen ausgestrahlt worden. Ja. Und also Erstausstrahlung und ja, und dann hast du halt so, ja, was denn die so sagen und wie das so ist und was man da noch muss ändern und dann braucht es noch ein bisschen Drive und dann müssen wir noch ein bisschen dieses und jenes. Das war auch noch spannend gewesen, um das mal irgendwie so zu sehen, wie das auch anders ist. Ist der Nick Hartmann gekommen und hat gesagt, hey, los jetzt, und die 5 Sekunden, die nehmen wir weg. Darum noch ein bisschen das, brauchen wir noch ein bisschen das. Nein, es hat nicht viel zu ändern gegeben. Also, sie, die es gemacht haben, der Ivo Amarilli und der Tobi von Madcom, haben das gemacht. Die haben schon etwas Geiles abgeliefert. So, aber es war spannend, das einmal zu sehen und dann auch so, ja, und dann müssen wir schauen, Einschaltquote und so. Yeah. War geil. Ja, Einschaltquote. Also, wir haben voll geile Einschaltquote offenbar. Ja, also, gut. Das ist gut. Also, warte jetzt, es ist ja gekommen, gerade nach Sing My Song, oder? Genau. Und zwar die Tabu-Folge, genau. Und dann ist Doku hinter drin geschmissen. Genau. Das ist, macht schon Sinn. Ja, und es ist wirklich, es ist offenbar so gewesen, dass also Sing My Song ja schon relativ, also schon sehr gute Einschaltquote hat. Und dann sind die Leute einfach geblieben und haben noch die Doku geschaut. Eben. Und das ist schon noch geil. Also wenn du dann so hörst, hast du irgendwie hast keine sechsstellige Zahl an Menschen erreicht, die das geschaut haben. Yeah. Schon noch geil. Ja. Yeah. Und hast du dann auch gemerkt, dass das etwas passiert danach? Mega. Mega, also die Sendung, also Tabu-Folge bei Sing My Song und nachher die Doku hat schon hat recht etwas ausgemacht bei Albumverkäufen und Streams und so. Ja. Das hat man recht gemacht. Das hat sich gelohnt. Ich bin immer fasziniert ab deiner Rolle bei Tabu Fantastic. Ja, weißt du, ich finde es noch spannend, weil es ist Tabu im Namen Fantastic. Und ich habe bei meinen Song habe ich auch gedacht, es geht dann um den Tabu und es geht in allem um den Tabu. Und wenn er aber Songs spielt, bist du auch noch dabei, weil du bist für ihn der fucking Partner. Du bist der Band-Dude. Die zusammen sind die Band. Aber er ist klar das Gesicht davor. Mhm. Und ist das irgendwie organisch gesehen und hat sich das so entwickelt oder haben die einfach das mal so abgemacht? Also weißt du, wo du positioniert bist? Hey, das ist mega Thema natürlich. Also es ist vor allem bei dem Album noch ein grösseres Thema gewesen, wie auch schon, weil es sehr, sagen wir mal, es ist sehr persönlich und sehr unverfälscht im Dabu seine Songs und seine Ideen. Yeah. Also es ist viel weniger Band-Konsens
also, wie, also nein, es ist weniger formuliert. Durch, es ist weniger durch DJ Arts es ist Maschine. Allgemein weniger durch Maschine. Durch. Yeah. Also es ist sehr Konsens, weil wir alle natürlich das geil finden und das so haben machen, wie es jetzt ist. Yeah. Also es ist in dem Sinne 100% Konsens, aber es ist sehr fest und nahe beim Dabu, die Songs. Und das hat es natürlich auch noch ein bisschen befeuert, die Diskussion und so. Und auch mit anderen Leuten, die dabei waren, Nick Hartmann als Co-Produzent von dem Album, wo dann halt auch so Fragen gestellt hat, so, ja, also, was ist denn deine Rolle und wie ist das so? Und es ist schon so, dass sich das halt wie so organisch, also es hat sich organisch entwickelt und es ist ja zurückzuführen auf recht etwas Absurdes eigentlich so im Nachhinein, dass wir ja wie, wo wir angefangen haben zusammen zu arbeiten, der Dabu und ich, hat der Dabu ja so ein Solo-Mixtape auf CD damals, oder? So ein Tape gemacht, wo kein Tape ist. Das war zwar gemixt, ich habe es tatsächlich gemixt, aber es war eigentlich einfach ein Album gewesen, yeah. mit Instrumentals und viel Featurings. Und das ist eigentlich super uncool, ein Mixtape auf einer CD. Das ist echt sehr uncool, aber es ist wie nicht mehr anders gegangen. Aber es war immerhin gemixt, yeah. Im Gegensatz zu ganz vielen anderen Mixtapes zu dieser Zeit, yeah, yeah, yeah. Wo weder gemixt waren noch Tape waren. Und das hat ja damals, das war 2008, das hat Fantastic geheißen. Also yeah. Es war eigentlich Dabu Solo. Mm-hmm. Mit dem Mixtape Fantastic, yeah. Wo ich der DJ war. Und dort haben wir das erste Mal zusammengearbeitet. Und wir haben das rausgegeben. Und dann nachher, ich weiss nicht genau, in dem Skilager, wo der Dabu organisiert, zusammen mit dem Hannes, der damals auch nicht dabei war, sind wir das dritte. Yeah. Ist so gewesen, ja, machen wir weiterhin zusammen Musik. Mhm. So, machen wir weiter. Sollen wir? Ja, nein. Haben wir uns entschieden. Ja, wir machen zusammen weiter Sound. Das ist irgendwie geil. Ja, was hat denn für einen Namen und so? Was machen wir denn? Und wo wir die Kampagne gemacht haben, hat es ein Logo gegeben für das Mixtape. Und dann ist oben so Dabu gestanden und unten war Fantastic. Mhm. Und damals in unserer grenzenlosen Selbstüberschätzung 2008 haben wir wieso gemeint, ja, jetzt haben wir das ja rausgegeben und die Leute haben das mega häufig halt irgendwie zusammen gelesen, da auf dem Testing. Mhm. Und haben aber auch nicht recht gewusst, was das ist. Und wir haben gesagt, ja, jetzt haben wir das rausgegeben. Jetzt können wir den Namen nicht mehr ändern. Yeah, yeah. Jetzt kennen uns alle. Logisch. Alle kennen uns jetzt unter dem Namen Dabu Fantastic. Also machen wir doch eine Band, die Dabu Fantastic heisst. Und dort ist quasi der Name geboren. Ja. Yeah. So, weil wir gemeint haben, ja, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Also das ist jetzt so. Und dort hat es dann wie angefangen, oder? Dass wir quasi so ein Twitter-Ding waren zwischen irgendwie Solo-Projekt vom Dabu, aber wir sind eigentlich gleich eine Band und wir sind irgendwie das Dritte, machen das das Dritte. Und dann sind irgendwie Musiker dazugekommen und der Hannes ist ausgestiegen und dann sind nur noch der Dabu und ich gewesen. Ja. Yeah. Und dann hat sich das einfach so weiterentwickelt irgendwie. Und es sind nach wie vor immer so der Dabu und ich so ein bisschen Köpfe geblieben. Und es hat sich dann einfach so ein bisschen mit dem, ja, der Dabu hat irgendwie nur noch Musik gemacht, ich habe immer noch einen anderen Job gehabt und so. Und dann hat sich das auch dann diesbezüglich auch noch ein bisschen verschoben, dass er dann halt mehr gemacht hat, yeah. Und so. Und jetzt ist es so, wie es ist, so. Aber es ist... Hast du einen anderen Job noch? Habe ich noch, ja. Yeah. Also ich arbeite immer noch 60% sonst noch. Und habe mittlerweile auch eine Familie, das ist auch nochmal ein 200%-Job. Zwei kleine Buben. Ja, und der Dabu macht nur Dabu Fantastic quasi. Ja. Yeah. Und dann ist es wie auch so auf der Hand gelegen, dass er noch mehr in den Fokus rückt. So. Eben, also das ist ja so von halb aus, ist das jetzt auch für mich zum Beispiel klar spürbar. Oder? Also Dabu Fantastic ist immer wie mehr Dabu. Aber du bist ja auch noch da, so. Ja, ey, also ich finde, es ist natürlich auch noch, es ist auch noch komfortabel irgendwie. Also man muss ein bisschen aufpassen, weil kannst gleich eben, ich meine, wenn ich überhaupt nicht würde irgendwie so Sachen machen, wie jetzt zum Beispiel zu dir im Podcast kommen oder yeah. Auf der Bühne irgendwie eine wichtige Rolle in, dann würde ich es einfach nicht machen. Also ich finde es schon auch noch geil, aber irgendwie, das hat man schon ein bisschen gemerkt, so einfach, dass man immer zwei irgendwie, man weiss nicht recht und so, das bringt es auch nicht. Und jetzt kann ich mir schön da meine Sachen ein bisschen rauspicken und das ist eigentlich auch noch cool. Also finde ich eigentlich geil, so
So der goldige Sidekick. Ja, voll, voll. Ich als immer so früher hat sich der Harald Schmidt und der wie hat er geheißen, Marcel Andrack. Manuel Andrack. Yeah. Ich glaube, so ein bisschen der. So. Yeah. Und den habe ich schon auch noch recht geil gefunden. Der ist extrem geil gewesen. Ich meine, der Harald Schmidt hat ja insgesamt etwa 9 Sidekicks gehabt. Und der Antrag ist der einzige, wo sich die Menschen wirklich, also auch schon am längsten gesehen, und die Menschen hat sich wirklich erinnert. Mhm. Aber hat ja noch, der Klaas hat er noch gehabt, hat der Böhmermann gehabt, dann hat Schmidt und Pocher, wo einfach der Pocher gesagt hat, ich will quasi, ich bin kein Sidekick, ich will gleichberechtigt sein. Aber es ist ja dann trotzdem so aufgebaut gewesen. Voll. Und dann hat er noch, ich glaube, Katrin Bauernfeind ist auch mal Sidekicks. So, also er hat eigentlich recht viel Sidekicks gehabt, aber der Antrag ist so der Dude gesehen. Ja. Voll. Und da habe ich schon lange nicht gedacht. Meine Mutter hat das so toll gemacht. Was macht der? Keine Ahnung. Der schreibt, oder? Kannst du mal schauen, was der Manuel Antrag macht, Christoph? Christoph liest dich wieder durch Wikipedia. Ah ja. Es ist immer so spannend, was wir erzählen. Und immer, wenn ich überall schaue, sehe ich entweder Facebook, Wikipedia. Da ist er. Schau mal an. 2018. Blalala. 13 Jahre. Redaktionsleiter. Okay. Gehen wir mal ein bisschen runter. Leben. So, der letzte Teil. Gut, verheiratet interessiert mich jetzt nicht. Da. Okay. Veröffentlichungen. Ist nicht so aktuell. Sein Wikipedia. Nein. Ist ein bisschen abgetaucht. Dann geh mal auf seine Homepage. Er hat eine Homepage. Wenn wir mal auf die Homepage. Ja, geh mal auf die Homepage. Und ein Wanderblog. Ein Wanderblog, I love it. Look jetzt. Mein Jahr als Narr. Okay, jede Woche ein frischer Text auf seinem Blog. Und da in dem Buch, wo glaub eher neu aussieht. Mit Kindern wandern. Oh, das muss ich kaufen. Oh, wie alt sind die Buben jetzt? 3? Nein, 3 und 1. 3 und 1. Also perfektes Wanderalter. Jetzt kannst du sie hochpacken. So hinten anschleichen. Dann sind wir dort, dann gibt es ein Klasse, wo ist der Spielplatz? Ja, oh, aber hoffentlich ist er nicht so einer, der so in die Kinderfalle reingetappt ist. Oh, erklär mal die Kinderfalle. Ich finde das mega übel. Ich versuche das wirklich nicht zu machen. Also ich meine, logisch, wenn du ein Kind überkommst, ist es ultra einschneidend im Leben. Yeah. Das stellt dein Leben auf den Kopf. Macht es schöner, aber auch einiges schwieriger. So, also, aber ich finde, es gibt mega wenig Künstlerinnen und Künstler, die es schaffen, dass wenn sie das nachher zum Thema machen von ihrem Arbeiten, sei das jetzt in Songs oder Bühnenprogramm oder whatever, dass es irgendwie geil ist. Yeah. Ich finde, es ist mega häufig, es sind die Songs nur noch cheesy und du denkst so, wow, nein, echt, hey, wirklich, das... Ja, aber es ist... Es ist wirklich so, und auch sonst irgendwie, und nachher machen sie da, weiss doch auch nicht, Kinderbücher und irgendwie, ja, einfach, ich finde es mega häufig, finde ich es einfach... Voll Scheiße. Bei Songs finde ich immer spannend, dass ein Liebeslied, wo es um irgendwie etwas Verflossenes geht oder eine heisse Affäre oder keine Ahnung was, dort ist dann immer noch so ein bisschen, keine Ahnung, Sehnsucht oder von mir aus ein bisschen Sex drin und so. Und ein Liebeslied, das dann irgendwie für die Kinder ist oder für das Kind, ist wirklich einfach absolut ironiefrei. Einfach nur schnulzig. Voll. Es hat kein Element von irgendetwas anderem drin. Und ich verstehe das voll, dass man das macht und dass man das schreibt und dass man das genau so macht. Aber ich glaube, bei dem Thema getraut sich dann einfach niemand im Team, um dann einfach zu sagen. Wirklich mega schön, aber. Hey, spiel es am Geburtstag. Weißt du? Spiel es am Geburtstag. Du hast auf CD, schenkst du ihnen, wenn sie ein bisschen grösser sind. Alles okay.
So, das getraut sich, glaube ich, einfach niemand. Und sonst, ja, das, sonst normalerweise bist du ja irgendwie in einem Team eingebettet, wo die Leute schon sagen, so, hey, im Fall nicht so ein geiler Song oder irgendwie nicht so ein bisschen cheesy oder was weiß ich. Und dort irgendwie, ja, funktioniert der Filter nicht mehr. So, und das finde ich wirklich, finde ich mega schade. Ja. Yeah. Das ist wirklich so ein bisschen, ja, das ist Kinderfalle. Der Künstler Kinderfalle. Und jetzt habe ich eben nur gedacht, weil er jetzt da, der Manuel Andrach, ein Buch schreibt, Wandern mit Kindern. Ja, aber es hat sehr trocken ausgesehen, muss ich sagen. Eben. Es hat jetzt nicht so Emotionen. Nein, ja, aber so, ja, ich bin jetzt tatsächlich ein Wanderautor für Kinder. Und beschreibe einfach so irgendwelche Gumpiburgen und wo man das am besten könnte bisseln, weil es WC-Tief unten ist. So. Das will ich nicht lesen. Aber, von einem geilen Comedian zum Beispiel. Ja, aber es so. Ist natürlich, Deutschland ist da auch wirklich, wirklich krass. Also das merke ich immer, wenn ich mal Quatsch Comedy Club spiele oder so. Da kommen mega viel, nicht alle natürlich, aber mega viel kommen mit ihrer Nische. Und die 20 Minuten, die sie auf der Bühne machen, sind eigentlich nur, also sind schon lustig, aber sind eigentlich nur Promo für das Buch, wo sie zu dieser Nische geschrieben haben, wo sie nachher verkaufen und signieren. Für 30 Euro oder was immer ist. Ja. Weil irgendwie, wenn die Nische richtig bedienst, eben sei es Kinder, sei es irgendwie eine spezielle Art von Haustier, keine Ahnung. Ist sie genug gross zum Geld verdienen? Ja. Und eben Deutschland ist genau, hat genau die Größe, wo das irgendwie funktioniert. Wo einfach, wenn du die Nische gefunden hast, und ich nehme an, der Antrag hat auch gesehen. Hey, Wandern mit Kind. Wandern gibt es schon. Kind gibt es schon. Wandern mit Kind! Ja. Zwei zusammen. Aber Wandern in Deutschland, also ich weiß jetzt nicht. Boah, kannst du sicher, es gibt schon schöne Art. Ist einfach alles flach. Ja, nicht ganz. Also, ist natürlich, also weißt du, man muss ja ganz ehrlich sein. Wenn wir ja, ehrlich sind, wir tun ja nicht bergsteigen. Ich schon ab und zu. Wirklich? Freunde. Was ist so ein von der krassesten Berge gesehen? Aha, so Hochalpin. Nein, das habe ich eben. Nein. Nein, ich habe mega viel geklettert mit meinem Vater früher. Ah, wirklich? Das war geil gewesen. Ja. Yeah. Geil. Und dann so. Und dann. Mit denen dummen Löchern. Ja. Kletterwand. Kletterwand mit der farbigen. Genau. Ja. Yeah. Nein, aber ich meine, Wandern, klar, wir haben zum Teil geile Sichten, aber du siehst ja dann zum Teil nicht viel mehr. In Deutschland hast du schon, du hast halt eben Witte. Und das ist manchmal. Ja, das ist mega geil. Ja. Du gehst immer auf Holland, also kannst du nicht über Deutschland haten. Nein, das ist ja mega flach. Nein, das ist ja ultra schön, aber das wäre mir dann irgendwann, wärst du dann schon auch. Yeah. Also. Aber wenn ich so Terra X schaue und so, dann bin ich immer fasziniert, weil du oft so siehst, boah, irgendwie da hat es jetzt irgendwie auch eine Felsformation, wo irgendwie so und so viele Millionen Jahre alt ist und drunter ist das. Schau, bist du so ein Natur-Doku-Suchti? Ja, weil dann muss ich ja nicht wirklich gehen, weil von denen. So wie der Film schauen, statt das Buch lesen. Ja, oder? Ja, also, okay. Meine Freundin sagt dann ab und zu, gehen wir? Und ich denke so, ja, klar. Ich bin schon da gewesen. Und auf der anderen Seite denkst du so, ja. Haben wir ja jetzt gesehen. Ja. Nein, ich bin zum Beispiel riesen Fan vom Schwarzwald. So, ich habe... Oh mein Gott. Und was ich lange nicht gecheckt habe, ist, dass er gleich wie der ist von Zürich wie von Basel. Ich habe mir gedacht, mit Basel bist du so recht nach. Ja. Und klar gibt es gewisse Ecken, wo du näher bist, aber es gibt gewisse Orte, da hast du genau gleich lang von Zürich wie von Basel. Und für mich, wo halt zwischen Zürich und Basel immer hier und her pendelt, ist traumhaft. So geil. Und dort hast du jetzt alles. Dort hast du ein bisschen Berge, dort hast du wirklich Wald, hast super viel Grün. Und du kannst auch trotzdem jetzt nicht richtig dumme Wellness-Tempel geben. Weißt du, Tag 3. Ja. Wenn es scheiß Wetter ist, voll geil. Cool, das ist ja so etwas. Das gibt es ja dort auch. Ich meine, da gibt's gehen wir sogar, mal blubbern. Ja, da gibt es ja sogar so ein hohes Wellness-Hotel für mit Kind. Ja. So Kinder-Wellness. Da bin ich mal mit meinem besten Freund gegangen. Ich weiß nicht, warum wir das Hotel genommen haben. Irgendwie das andere ist, glaube ich, schon weg gewesen und so. Und dann haben wir gesagt, ja, aber sieht geil aus. Das war so ein Tempel gewesen. Ja. Irgend so eine Vier-Jahres-Zeiten XY, oder? Oh mein Gott. Und da haben sie ab der, keine Ahnung, also eh den ganzen Tag, aber zu oben
hast du natürlich können ins eine Restaurant, das war noch easy gewesen, aber wenn du nur schon einen Drink hast wollen, hast du müssen in die überdimensionale Lobby, wo dann wirklich der Klon und die Zauberin und was weiß ich, alle am Start gesehen sind. Und dann hat es irgendwie noch eine Tanzperformance gegeben und so. Und einfach so 200 Kinder, die zu wenig geschlafen haben, viel Kinder. Zucker gefressen haben, Chips reinladen den ganzen Tag. Das ist Horror. Sind Sie schon mal in so einem Kinderhotel? Ja, sind wir gesehen natürlich. Ja. Ist eben schon noch easy, weil Kind das halt einfach noch geil findet. Und dann hast du halt einfach ein bisschen deine Ruhe. Das ist halt wirklich einfach so. Aber es ist einfach, also das kann sich ein normaler Mensch, kann sich das einfach vielleicht mal einen Tag leisten. Und ja, eben. Also das Zeug ist so absurd teuer. Wo du denkst auch so, hey fuck, und die Hotels sind immer voll. Und du denkst so, hey Mann, wer kann sich das leisten? Also, eine Woche dort hin? Ja. Hey. Ja, die Schweiz ist, also die Schweiz crazy. Ist, die Schweiz ist schon faszinierend, weil ich meine, ich sage immer so, für einen schönen Lebensstandard bist du in der Schweiz, bist du grossartig aufgehoben. Ja? Du hast wirklich einen mega geilen Standard. Es fehlt dir an nichts und du hast auch Hilfe und so weiter und so fort. Sobald es ums Thema Ferien oder eben schon nur Ausflug geht, bist du so, wow, okay. Es ist crazy. Es ist gaga, Mann. Und zwar, wir machen ab und zu so Comedy-Camp, Schreibcamp, wie auch immer. Mhm. So ein paar von unseren dummen Dudes zusammen gehen wir irgendwie in eine Hütte und wir schaffen unser Solo-Programm. Mal mehr, mal weniger. Mhm. Und das letzte Mal sind wir in Flims gesehen, letzten Sommer. Und da gibt es da, fuck, welches ist es jetzt gesehen? Der eine See. Gaumersee. Oder ist dort auch noch der Blaue See? Ich glaube, es ist der Gaumersee gesehen. Der Gaumersee und der andere. Nein, nicht Blausee. Nein, Blausee ist noch mit anders. Nein, der. Oh, wie heißt der? Ja, einfach der andere. Es wie gibt den Gaumersee und den anderen. Ja, wie heißt der andere See? Christasee. Ja, Christasee. Und den Lachsersee gibt es auch noch. Genau, den Christasee. Ein von denen, da hat man gerade geschrieben, lustigerweise. Was schreibt er? Ich glaube, er hat es sogar verschrieben. Ah, geil. Seich einfach, gell? Ich glaube, er wollte schreiben, sei es einfach. Ja, aber du, also wenn du musst, mach. Also, für mich ist es okay, ich hebe einfach meine Füße auf. Also ich glaube, es war der Gaumersee gesehen, wo wir gesagt haben, irgendwie einen Tag schön gesehen. Dann haben wir gesagt, hey, können wir noch gehen, oder? Und das ist noch, wer hast du noch gesehen? Sven Ivanic, der Frank und ich. Mhm. Charlie ist, glaube ich, schon weg gesehen. Und dann haben wir herausgefunden, dass es irgendwie 19 Stutz kostet. Und der Frank... Seid ihr auch in seinem Programm zu, gell? Ich meine, seine Vorfahren sind von der DDR. Und er ist ein sehr großzügiger Mensch, aber er schaut natürlich trotzdem schon, wo der Stutz ausgibt. So. Und dann sagt er, das zahle ich nicht. Und sieht so, ich glaube, ab der 5 ist es gratis. Und er hat es, glaube ich, schon am Tag vorher hat das gemacht. Er hat gesagt, es ist mega toll und so. Und ich gehe sicher nicht früher. Und ich so, ja, aber es ist so ein schöner Tag. Ja. Ich will jetzt nicht den ganzen Tag, während die Sonne scheint, warten. Ich gehe auf die Früher. Und dann habe ich auch die 19 Stutz gezahlt. Und ich habe dann schon gecheckt, warum. Weil es ist nicht auf du gehst an den See, sondern es ist effektiv. Es ist so eine richtig schöne Naturbade. Ja, ja, voll. Rund um den See. Mhm. Und es ist alles peakfein behalten. Und du hast auch dort nichts, was dir fehlt. Und dann habe ich gemerkt, wie einfach so rundum habe ich einfach gehört, wie Leute fluchen. Einfach so, ja, ist schon ein bisschen Frechheit, 19 ja, so. Stutz. Und dann habe ich gesagt, aber das ist so typisch schweizerisch, oder? Man flucht. Aber es trotzdem. Aber man macht es. Ja, ey, das ist genau das Gleiche, wie ich auch mit dem Kinderhotel. Aber, das Spannende ist, ich denke mir so, ist das nur bei uns so? Oder ist das nehmen, wo sie, keine Ahnung, viermal weniger verdienen? Und im Verhältnis dann aber gleich viel zahlen. Also dort war es dann statt 19 Stutz war es 4,90. Ja. Yeah. Oder? 4,80. Ob die dann auch darüber fluchen? Weil es ist für sie im Verhältnis etwa gleich viel
Geld von, keine Ahnung, Prozent, wo sie für das zahlen. Hey, ich weiß es im Fall auch nicht. Also, ich habe einfach das Gefühl, in der Schweiz sind einfach so alltägliche Sachen, wie ins Restaurant gehen, eben in die Body vom Gamasee oder ins, weiss, was ich wo hingehe. Yeah. Das ist einfach so ein bisschen gefühlt irgendwie teuer. Yeah. So. Ja. Es ist natürlich auch... Hey, am Schluss. Es ist natürlich auch teuer. Also, weißt, wenn du schaust, wie viel wir verdienen und so. Ja, ja, aber ich denke so. New York. Ist eine unglaublich teure Stadt zum Wohnen. Oder? Aber Restaurants. Genau, das ist einfach anders, oder? Kosten ein Drittel von dem, wo wir zahlen. Genau, ich glaube, es verschiebt sich dann einfach, oder? Und dann in anderen Ländern hast du eben so ein Restaurant oder eben so Sachen, sind mega viel günstiger. Dafür ist dann, wenn du ein Auto musst kaufen, ist es eigentlich gleich teuer wie bei uns. Obwohl sie halb so viel verdienen. Und die motzen dann wahrscheinlich einfach, wenn sie ein Auto kaufen. Das denke ich mir bitte. Oder so. Smartphones. Ich meine, ja. Wir in der Schweiz, wir haben alle, nicht alle, aber es haben so viele haben ein iPhone, dass ich immer das Gefühl hatte, ja, das ist der Topseller weltweit. Mhm. Und dann eben zum Beispiel Holland, niemand hat ein iPhone. Es haben alle irgendwie so Huawei, Samsung, whatever. Mhm. Weil der Preis ist einfach der gleich. Ist der gleich. Ja. Überall. Ja. Und für uns ist es so, ja, ist schon ein teuer, so ein scheiß iPhone. Ja. Ja. Und in den USA ist es. Statussymbol, Deutschland, ja, Frankreich. So, what? Voll. Das stimmt schon. Mhm. Hm. Ja, ich glaube, es ist irgendwie so. Also, mein eben, du hast ja vorher gesehen, wir können nur nicht motzen. Ja. Yeah. Also. Kinderhotel. Kinderhotel, Body für 19 Stutz. So läuft's. So läuft's. Was haben wir? 1,15 und es ist Viertel, ja. Hm. Ja. So langsam ja. Zum Schluss. Ja. Ja. Schluss. Gibt es noch etwas, was du unbedingt willst besprechen? Mit dir? Ja. Damals. Weißt du noch, wo wir dort. Nein. Nein, voll nicht. Es war schön da bei dir, in der Höhle. Ist es ein bisschen Höhle? Es ist mega Höhle. Und am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, weil ich so gedacht habe, beim alten Ort ist es wirklich so gesehen, zu mir jetzt im Kreis 4, du hast große Fenster, du siehst die ganze Dinge, welche Leute, die reinschauen und so. Und ich habe gemerkt, das Geile ist hier. Fokus. Voll. Also hier bist du dann wirklich einfach weg. Mhm. Ich glaube, dein Gesicht, das ist wie so beim alten Bildschirm. Wenn gleich lang, oder? Immer etwas einblenden war, dann hat es sich wie so ein bisschen eingebrannt. Absolut. Ich glaube, dein Gesicht hat sich bei mir in der Netzhaut ein bisschen eingebrannt. Also, wenn ich jetzt. Schau jetzt mal auf die schwarze Wand. Da ist er. Jesus. Ja, ja. Gell? Ja. Ja. Mit einem roten Käppchen. zum Abschluss. Was machst du, um dich gut zu fühlen? Das ist so die einzige effektive Frage, die ich stelle. Was mache ich, um mich gut zu fühlen? Hey, das ist eine sehr gute Frage, vor allem auch im Moment, weil eben, ich habe es ja vorher gesagt, ich habe zwei kleine Kinder, das heisst, mein Leben ist im Moment geprägt von Schlafmangel und sonst irgendwelchen so related Problemen. Ja, und du bist ja so ein moderner Daddy, wo auch effektiv hilft, oder? Ja, voll. So ein Hipster-Daddy. So ein Hipster-Vater, wo wir versuchen, uns die Kinderbetreuung aufzuteilen, 50-50. Das ist natürlich phasenabhängig. Wenn jetzt gerade ein Album rauskommt, wie jetzt, und wir auf Tour sind, dann ist es logisch, dann kann ich ein bisschen weniger schauen. Aber sonst, ja, ist es so. Und das macht mich recht kaputt im Moment auch. Also wirklich. Weil es ist einfach brutal anstrengend. Mhm. Und du bist einfach wirklich, du läufst permanent auf dem Zahnfleisch, irgendwie körperlich und auch psychisch irgendwie. Und das erschwert es dann auch in anderen Sachen, logischerweise. Wenn du einfach hure im Arsch bist, dann magst du einfach nicht so performen in einer Probe oder an einem Konzert oder so. Und das wiederum macht dich dann irgendwie, zieht dich dann auch wieder ein bisschen runter. Und darum ist das im Moment, ist das sehr wichtig für mich, um irgendwie zu spüren, was muss ich machen, damit ich trotzdem mich irgendwie gut fühle. Und
Also das eine ist sicher Musik machen. Ja. Yeah. So, das Konzert spielen, unterwegs sein, das ist extrem wichtig, habe ich gemerkt. Für mich, für mein Wohlbefinden, für mein seelisches Wohlbefinden. Auch wenn es natürlich anstrengend ist, es ist ja eigentlich eine anstrengende Tätigkeit. Ja. Hey, und das andere ist, was ich jetzt wirklich auch gemerkt habe, ist Fokus. Also, das haben wir gerade letzte, wo wir wieder so ein bisschen mit meiner Freundin so ein bisschen, wo wir so, ah fuck, es ist irgendwie alles verdammt schwierig und anstrengend und so. Wo sie wie gesagt hat, hey, jetzt aber komm, wenn du dich daheim bist, leg mal dein verdammtes Handy weg. Schliessen sie in den Schrank. Ich bin die ganze Zeit gleichzeitig am versuchen, mit den Kindern etwas zu machen, irgendwie zu kochen, Social Media zu machen, Mails zu beantworten, irgendwie den Shit irgendwie zu handeln. Und das ist irgendwie scheiße. Und sie wirklich nur etwas aufs Mal machen und das voll machen und dafür nachher wieder eine halbe Stunde später etwas anderes machen. Ja. Das hilft hure. Weil dann kann man nämlich irgendwie alles, was man dann in dem Moment fokussiert macht, auch geniessen und irgendwie cool finden. Voll einsteigen. Voll drin. Ich finde darum eben auch das Live-Performen finde ich aus diesem Grund auch so spannend. Weil dort wirst du ja eigentlich gezwungen dazu. Alles andere, was du machst in deinem Leben, ist eben immer so, mach mal da noch. Ich habe es jetzt gemerkt, weil ich nicht, wie heisst es, nicht stören, Fokus-Ding drin hatte, jetzt vibriert. Und dann habe ich automatisch schnell geschaut, nicht automatisch geschaut, aber ich habe geschaut, was für Zeit es ist. Und dann schaue ich natürlich noch schnell, eben da, wo ich geschaut habe. So, das ist eigentlich gar nicht das, was ich in dem Podcast will machen. Ja, voll. Und bei der Live-Situation ist es effektiv so, es geht gar nicht anders. Also dort ist es einfach in dem Moment, du machst nichts anderes. Und volle Konzentration. Das ist ja das, was Sportler immer sagen, oder? Yeah. Also es ist ja eigentlich das Gleiche. Yeah. Du bist in dem Moment 100% bei dir, 100% fokussiert, keine Ablenkung. Und ich glaube, das macht im Fall am Schluss recht glücklich. Egal, wer man ist und was man macht. Mhm. So der, es gibt ja so die, das ist ja so deep work. Aufs Schaffen, auf die Arbeitswelt bezogen. Mhm. Aber das muss ja nicht nur Schaffen sein, das kann ja auch sein, Musik hören oder ein Buch lesen oder mit den Kindern einen Lego-Turm bauen oder auf die Scheisse hängen. Und nicht am Handy sein. Ja. Oder? Doch, ich glaube, das macht ihn voll glücklich. Hey, ich glaube es auch. Und eben, man muss es sich zum Teil selber wieder sagen. Man muss auch zwingen dazu. Genau, man muss auch wirklich sich darauf achten. Oder? Weil es sind ganz viele Menschen, und, also nein, Menschen, vor allem Unternehmen, haben ja ein Interesse, dass es eben nicht so ist, dass wir die ganze Zeit da ihre Dinge rumdrucken, die ganze Zeit noch dort etwas bestellen und dort noch und dieses und jenes. Und gegen das muss man aktiv ankämpfen, glaube ich. Und dann ist es gut. Gestern, als ich heimgefahren bin, es war eine mega lange Heimfahrt, weil die Autobahn ist gesperrt war. Und der Matteo hat Support gemacht, dann ist er mitgefahren, dann sind wir wirklich so durch alle möglichen Landstraßen und das Dörfli und dann er hat am Schluss fast gekotzt, weil wir sind so lange unterwegs sind, einfach nur links, rechts, links, rechts. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich so richtig so langsam erschlagen bin, habe ich ihn heimgefahren und dann bin ich zu mir gefahren. Und dann ist aber, wo ich parkiert habe, ist ein geiler Song gelaufen. Und dann habe ich gefunden, es ist jetzt so mega Sport, aber jetzt hockst du einfach schnell in dem Auto und hörst den ganzen Song. Und ich habe nichts anderes gemacht. Und das habe ich schon mega lange nicht gemacht. Ich habe gemerkt, es ist immer so fucking gut. Einfach eben irgendwie Fokus. Der Song ist ja eigentlich noch geil. Und es ist nicht so, ja, okay, jetzt steige ich aus. Sondern dann höre ich jetzt voll und ganz. Und wenn du fertig warst, bin ich ausgestiegen und dann bin ich heim. Das war richtig nice. Das ist mega geil. Das ist das Geile an einem Auto haben, dass man das machen kann. Ja, aber auch dort habe ich gemerkt, wie es zum Teil eben nicht wirklich kein Fokus ist. Nein, eben, du musst wie, also ich meine, wenn ein Auto steht auf einem Parkplatz irgendwo in der Nacht laut machen und dann bist du so krass fokussiert auf Musik, bist so tief in der Musik drin, wenn du noch ein bisschen okay Anlage im Auto hast. Yes. Geil. Ich habe null Kofferraum. Nur fette Subwoofer. Yes. Wirklich? Ja, logisch. Nein, im Ernst? Du bist so einer. So eine fette Wurst, die hinten nachher das Auto fast bounced. So ist es. Geil.
Ich habe früher Ali G gesehen und habe immer gesagt, ich will mal so ein Auto. Wicked, man. Jungle is massive. Alright. Danke vielmals, bist du da gewesen? Hey, gerne. Hey, sensationell aufgegangen. Punkt Landung. Aber so etwas vor. So etwas vor. Ich will nicht gestresst sein und darum habe ich gedacht, machen wir entspannt. Schön. Weiterhin alles Liebe, ganz viel Erfolg. Ich zum Abschluss möchte ich sagen, ich habe euch gleichzeitig kennengelernt und ich habe aus irgendeinem Grund mehr Kontakt mit dem Dabu. Aber ich schätze dich wahnsinnig als Mensch. Nein, wirklich, es klingt so blöd, aber ich meine es tatsächlich voll. So. Ich habe mir das heute gefragt, als ich da angefahren bin. Ich habe eigentlich weniger Kontakt mit ihm. Und es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund. Also ich weiß es natürlich schon, weil ich bin natürlich der Grund. Weil ich habe mich das eigentlich auch gefragt. Ich habe nämlich gerade, wenn ich da angefahren bin, auch an das, wo wir da zu dir gekommen sind, gerade zu Nacht essen mal. Ja. Yeah. Und das war mega geil gewesen und so. Aber es ist halt einfach, mein Lifestyle und mein Leben lässt einfach leider, das ist mega schade, lässt einfach weniger so Sachen zu, wie ja, ich komme einfach mal auf Basel, ich mache einfach mal das, ich gehe einfach mal die Show schauen, jetzt noch hocken, ich gehe jetzt nicht gerade weiter heim, dorthin, das, dieses, jenes. Das ist der Grund. Ja. Yeah. Ich, der da. Meine Freundin hat mir einen Tweet geschickt, wo einer geschrieben hat, ich kann jetzt leider nicht quoten im Sinn von ihm Props geben, aber er hat irgendwie Millionen von Followern. Aber ich weiß nicht, wie er heißt. Es ist quasi, wenn Menschen über 30 ihre Freunde wollen sehen, wenn sie einen Podcast einladen. Das hat voll. Etwas, oder, hat mit ihnen, oder mit ihnen Musik machen. Oder Das ist ja so Hobby betreiben. Ja, das ist doch auch so ein typisches Männerfreundschaftsding. Das gibt es, aber in einem gewissen Alter gibt es das nicht mehr, außer du hast zusammen eine Tätigkeit. Also entweder ein gemeinsames Hobby oder ein gemeinsamer Beruf. Yeah. Aber einfach so, ja komm, wir sehen uns, wir haben uns gern, wir machen etwas zusammen. Gott wie nicht. Also, da haben wir ein neues Ziel. Also, was? Fischen? Nein, dass wir einfach mal uns... Aha, so meinst du? Voll. Eigentlich grundlos zusammen mit dir. Grundlos? Boah, krass, komisch. Mit dem Grund, dass man sich sieht. Stimmt, dann ist es nicht grundlos. Eben, aber so... Eben, nach 30 grundlos, oder? Also, kriegen wir an. Machen wir. Alles Liebe, viel Erfolg weiterhin und danke Christoph. Bis bald. Peace. Bup, 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 bup. Thank you.